Im Kaliningrader Gebiet startete der Bau des ersten russischen großen Werkes für E-Mobility. Die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien spielt eine nicht zu überschätzende Rolle und wird auf dem Gelände des unvollendeten Baltic-Kernkraftwerkes organisiert. Die Wahl der Baustelle hat eine Vorgeschichte. In den 1970er Jahren schlug die BRD der Sowjetunion vor, dort ein Kernkraftwerk zu bauen, um Westdeutschland mit Strom zu versorgen. Die Vorbereitungen wurden in Angriff genommen, aber wegen politischer Meinungsverschiedenheiten und des Drucks der Vereinigten Staaten wurde die Idee bald aufgegeben. 2008 war der Ansatz wieder aktuell. Das russische Staatsunternehmen Rosatom plante die Errichtung eines leistungsstarken Kernkraftwerks mit zwei Blöcken vom Typ WWER 1200 am selben Standort. Für den relativ kleinen Oblast Kaliningrad war die Energiedichte offensichtlich zu groß. Es wurde geplant, den überschüssigen Strom an Litauen, Polen, Schweden und Finnland zu verkaufen. Im Jahr 2010 hat man mit dem Bau der Anlage begonnen, doch die Beziehungen zum Westen verschlechterten sich bald und es wurde klar, dass niemand den günstigen russischen Strom kaufen wird. 2014 wurde das Projekt offiziell gestoppt. Die Bemühungen waren jedoch nicht vergebens. Erstens stand ein guter Standort für eine künftige industrielle Produktion parat. Zweitens wurde der Reaktorbehälter, der ursprünglich für das baltische KKW entworfen wurde, beim Bau eines ähnlichen Kernkraftwerkes in Weißrussland verwendet. Jetzt versorgt es die Nachbarrepublik mit Strom. Die Frage der Energiesicherheit des Kaliningrader Gebiets wurde auf andere Weise gelöst. In den letzten 5 Jahren wurden hier 4 neue leistungsstarke Heizkraftwerke gebaut, die unterirdischen Gasspeicherkapazitäten erweitert und ein Regasifizierungsterminal errichtet, das Seetanker mit verflüssigtem Erdgas aufnehmen kann. Dadurch wird die Abhängigkeit vom Transit durch Litauen verringert. Jetzt wurde auf dem Gelände des noch nicht fertig gebauten Kernkraftwerkes mit dem Bau einer anderen großen Anlage begonnen. Sie hat den direktesten Bezug zum Energiesektor. Das Werk, das von dem Unternehmensbereich des Rosatom errichtet wird, soll spezielle Zellen für Lithium-Ionen-Batterien herstellen. Batterien für 50.000 Elektroautos pro Jahr werden im Werk produziert. Es ist geplant, später die Kapazitäten des Werks um das 3,5-fache zu steigern und ähnliche Werke in anderen Regionen Russlands zu bauen. Einer der wichtigsten Abnehmer der Produkte des Werks befindet sich ebenfalls hier, das Automobilwerk Avtotor in Kaliningrad. Da die westlichen Marken bei diesem Hersteller nicht mehr vorhanden sind, sollte das Werk für die Produktion der völlig neuen Autos umgebaut werden. Die ersten Serien von Elektroautos werden 2024 vom Band gehen. Die Batteriefabrik wird 2025 in Betrieb genommen. Bis dahin werden seine Produkte auch in anderen russischen Werken gefragt sein, wie zum Beispiel im Werk Moskvitsch oder im kürzlich eröffneten Evolut Elektroautowerk in Lipezk. Solche Batterien werden auch für Spezialfahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen, Elektrobusse und natürlich für Drohnen verwendet. Wichtige wirtschaftliche Entwicklungen oder technische Innovationen, die der Welt nutzen, sind unter anderem Themen von Russland klargestellt. Wir freuen uns über einen Kommentar und Ihren Besuch auf Telegram.